Ja, hallihallo, ihr Lieben. Heute wird's romantisch, denn ich möchte euch heute mal ein bisschen was über die Liebe meines Lebens, den Graf Koks, erzählen im Our Love Story Tag. Ja, ihr habt den vielleicht bei dem einen oder anderen YouTuber schon gesehen. Und ja, ich habe gedacht, ich erzähle euch auch mal ein bisschen was, wie wir uns so kennengelernt haben. Normalerweise habe ich ja doch eher so Drogerie-News oder so, aber ich dachte jetzt, zum Fest der Liebe kann man das vielleicht einfach mal machen. Und ja, ich erzähle euch mal ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben und wie das alles so abgegangen ist. Ja, ich bin ja ein bisschen älter als die meisten von euch, die diese Videos schauen. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich schon länger mit dem Graf Koks in meinem Leben zusammen bin, als ich quasi vorher ohne ihn war. Ich kenne ihn jetzt schon über 20 Jahre und wir haben uns tatsächlich so ganz klassisch schlecht in der Disco kennengelernt. Das ist hier in meiner Heimatstadt, aus der ich komme, gab es so zwei große Discos und ich bin immer ins Roxy gegangen und ja, eines Abends ist mir da der Graf Koks über den Weg gelaufen. Und wir haben uns tatsächlich deswegen kennengelernt, weil ein Freund von ihm, den ich irgendwie kannte, dem hatte ich erzählt, dass ich in Amerika war im Urlaub. Und dann sagt er, ja, da kenne ich noch jemanden, der war auch gerade in Amerika. Hier, komm mit, den kannst du jetzt mal kennenlernen. Und dann sollten wir uns über Amerika unterhalten. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Hinterher hat mir der Graf Koks erzählt, dass er eigentlich auf jemand anders scharf war und es eigentlich als sehr lästig empfunden hat, sich mit mir über Amerika unterhalten zu müssen. Aber ja, das war dann so unser erstes Kennenlernen und ja, ich bin natürlich als junges Mädchen, Gott, wie sich das anhört, ja, als wäre ich jetzt schon 100 Jahre alt, jeden Freitag, jeden Samstag in die Disse gegangen. Und dann natürlich den Graf Koks immer wieder getroffen und ihn dann so nach und nach näher kennengelernt. Ja, heute würde das natürlich doch etwas anders aussehen. Also ich weiß gar nicht, lernt man sich noch in der Diskothek kennen? Geht ihr überhaupt noch in die Diskothek? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, wenn wir uns heute kennenlernen würden, da ich ja jetzt im Internet auch so aktiv bin und so, würde das wahrscheinlich folgendermaßen ablaufen. Ja, so oder so ähnlich lernt man sich ja heute kennen im Internet, in Datingbörsen, über Chat-Apps, wie auch immer. Aber eben zu meiner Zeit gab es das nicht. Ja, ihr müsst euch das mal reinziehen. Als der Graf Koks und ich uns kennengelernt haben, war das Internet noch nicht erfunden. Also, oh mein Gott, ja. So viel dazu. Wir sind dann auf der Hochzeit einer seiner Freunde zusammengekommen und haben dann nur noch knutschend in der Ecke gestanden. Ja, haben von dem ganzen Fest nichts mehr mitbekommen, waren nur noch so für uns und waren dann ab dem Tag zusammen. Und damals hat der Graf Koks in Köln gewohnt und ich eben noch hier in Rheine, weil ich ja noch in der Ausbildung war. Und als die dann beendet war, 1997 war das, bin ich dann auch nach Köln gezogen und habe diese Stadt geliebt. Wir sind dann auch gleich direkt zusammengezogen. Ja, was soll man da erst hier? Jeder eine eigene Wohnung ist doch Zeit- und Geldverschwendung, wie auch immer. Ja, und wie das dann so ist mit Mitte 20, dann denkt man sich, ja, was ist denn das jetzt hier? Läuft die Beziehung, lief super, ja, also wir alle super glücklich, alles toll, alles Töfte und dann irgendwie muss ja dann mal der nächste Schritt kommen. Und allen Ernstes, und ihr wisst ja, Betrunkene und Kinder sagen immer die Wahrheit und es war dann immer so süß, wenn der Graf Koks da mal was getrunken hat, sagte, ja, wir heiraten und so. Und wenn er nüchtern war, konnte er sich mal an nichts erinnern, ja.
So dass mir das dann irgendwann zu bunt wurde. Und dann habe ich gedacht, also jetzt noch länger warten, ob da ein Heiratsantrag kommt, willst du nicht, jetzt machst du das einfach. Also ihr seht, ich war damals schon eher jemand, der die Sachen in die Hand nimmt, und darf, um voranzukommen, ja. Und dann habe ich halt den Heiratsantrag gemacht. Wie der war und was ich mir dabei gedacht habe und so, das werde ich euch nicht erzählen. Das möchte ich sehr gerne privat lassen. Aber ich kann euch erzählen, dass wir ursprünglich in Las Vegas heiraten wollten. Das war immer so ein Traum von uns. Und dann hieß es so, ja, okay, wir heiraten. So, ja, wir fahren nach Vegas und heiraten. Und dann hat der Graf Koks so gesagt, aber meine Mama wird mir das nie verzeihen. Und ich so, na toll, doch nicht in Vegas heiraten. Aber dann bestimme ich über alles. Deko, Feier, bla. War eigentlich ein schlechter Deal, weil der Graf Koks hatte sowieso keinen Bock, sich darum zu kümmern, ja. Ja, und dann hatten wir eine sehr schöne, kleine Feier im Familien- und Freundeskreis, die auch standesamtlich begangen wurde, nicht kirchlich. Im Kölner Hyatt haben wir dann gefeiert und das war wirklich, wirklich klasse. Und ich zeige euch jetzt mal eins von unseren Hochzeitsfotos, damit ihr auch sehen könnt, wie ich an dem Tag ausgesehen habe. So, erstmal seht ihr da den Rahmen, in dem das drin ist. Den hat, glaube ich, meine Schwester mir zur Hochzeit geschenkt. Den finde ich ja einfach phänomenal. Und ja, da könnt ihr auch schon erkennen, dass ich nicht klassisch in weiß oder beige geheiratet habe. Ich habe mich für ein dunkles Kleid entschieden und dementsprechend war der Graf Koks dann in einem hellen Anzug, damit wir nicht so aussehen, als würden wir zu einer Beerdigung gehen. Und das Kleid habe ich damals anfertigen lassen. Ich habe das Kleid natürlich auch noch, also deswegen könnt ihr da jetzt gerne mal schauen. Das ist so ein Jersey-Stoff und ich wollte das eben extra so haben. Kann man das sehen hier? Sehr schön so gerafft, ne? Versteckt die leichten Problemzöhnchen, die man da so hat. Und ich wollte das eben so haben, dass man das vielleicht auch später nochmal anziehen kann. Und das habe ich auch schon jetzt ein paar Mal getan. Und ja, das ist natürlich auch eine sehr schöne Erinnerung an den Tag. Ja, und jetzt wohnen wir halt hier zusammen in Rheine. Kinder hat es leider irgendwie nicht gegeben. Das sollte wohl nicht sein. Das fragt ihr mich ja auch immer wieder. Also sind jetzt der Graf Koks, Watson und ich hier eine ganz kleine, glückliche Familie. Und ich muss sagen, dass ich dieses Glück hatte, jemanden kennenzulernen, mit dem ich jetzt auch schon so lange zusammen bin. Und Gott, jetzt fange ich gleich an zu heulen. Ich hatte ja gehofft, ich schaffe das Video zu drehen, ohne dass das losgeht. Das ist wirklich, wirklich ein großes Glück, wenn man jemanden gefunden hat, der einen so nimmt, wie man ist. Jetzt das Make-up gleich im Arsch. Und ich möchte auf diesem Wege, weil ich das sonst auch immer nicht so häufig mache, dem Graf Koks wirklich danken, dass er mich so akzeptiert, wie ich bin. Und mich einfach so liebt, wie er das macht. Und jeden Tag einfach so was ganz Besonderes macht. Und ich möchte auf keinen Fall auch nur irgendeinen dieser Tage missen und ohne ihn leben. Und jetzt haben wir das Klischee von so einem romantisch verheulten Video dann doch noch erfüllt. Ja, ich bin mir mal ein bisschen beruhigen gegangen, habe meine Tränen getrocknet. Also ich wünsche euch, dass ihr auch euren Graf Koks findet und dieses Glück, wenn ihr es denn gefunden habt, auch zu schätzen wisst. Denn meine Erfahrung ist, dass viele Leute das sehr leichtfertig immer aufs Spiel setzen, vielleicht bei kleinen Schwierigkeiten gleich aufgeben. Ich bin Teil einer kleinen Love-Series, wie man so schön sagt. Ihr solltet euch also unbedingt das Video von der Kim angucken. Die gibt nämlich Dating-Tipps, was man da so falsch machen kann oder nicht. Also solltet ihr das euch unbedingt anschauen, wenn ihr euren Graf Koks finden möchtet. Schreibt mir gerne eure Liebesgeschichte in die Kommentare und wenn ihr noch nie ein Video von mir gesehen habt, normalerweise heule ich nicht, aber um das festzustellen, könnt ihr mich ja auch sehr gerne abonnieren und in diesem Sinne, ja, sage ich einfach ciao, ciao.